Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich die IKEA Markus einbauen und somit natürlich auch die Schubladendämpfer richtig nachrüsten kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich möchte, dass die Schubladen meiner Malenkommode auf jeden Fall sanfter schließen und hierfür baue ich jetzt einfach nachträglich noch diese Dämpfer richtig ein. Das Ganze funktioniert natürlich bei anderen Schubladen bzw. bei anderen Kommoden relativ ähnlich. Zuerst einmal müssen wir natürlich unsere entsprechende Schublade herausnehmen. Normalerweise ist es bei IKEA immer so, dass wir diese einfach mal ganz nach vorne rausziehen, etwas schief nach oben heben und dann sollte sich das Ganze auch schon relativ gut rausnehmen lassen. An unserem Seitenteil erkennen wir jetzt natürlich auch schon unsere Schiene und an diese müssen wir jetzt auch mal den Schubladendämpfer richtig rum anbringen. Hierfür gebe ich diesen einfach mal drauf, dass mein Dämpfer auch nach hinten zeigt. Und ich muss eigentlich nur darauf achten, dass vor allem bei der Malmkommode hier vorne nämlich so eine kleine Plastiknase ist und die muss auch wirklich hier vorne bündig sein und die zwei Haken hier sollten auf der Schiene aufliegen. Falls du übrigens jetzt eine Kommode hast, bei der die Schubladenschiene nicht ganz vorne hier bündig ist, dann müssen wir einfach mal bei diesem Schubladendämpfer hier vorne am besten diese kleine Nase entweder mit einer Schere oder mit einem scharfen Cuttermesser abschneiden und dann können wir natürlich auch dementsprechend diesen Dämpfer etwas weiter nach hinten geben, dass er wieder vorne bündig mit der Schubladenschiene ist. Bei mir ist das wie gesagt nicht nötig, weswegen ich ihn auch schon so festmachen kann. Hierfür benötigen wir mal diese beiden etwas längeren spitzen Schrauben und die kommen einfach hier vorne in das oberste Loch und auch hier hinten in das oberste Loch hinein. Beim Festschrauben natürlich darauf achten, dass der Schubladendämpfer jetzt auf gar keinen Fall verrutscht und normalerweise kann man es mit einem Akkuschrauber auch direkt hineinschrauben. Falls du nur einen Handschraubendreher da hast, dann können wir natürlich auch in den beiden Löchern mal mit einem Bohrer ganz leicht vorbohren. Wir müssen natürlich unbedingt darauf achten, dass die Schrauben auf gar keinen Fall überdrehen und danach können wir dasselbe Spiel auf der anderen Seite auch noch machen. Als nächstes können wir auch schon das Gegenstück richtig rum an unserer Schublade mal vorne an der Front richtig anbringen. Bedeutet, ich gebe das Ganze mal gegen die Front, nehme meinen Abstandshalter hier zur Hand, der in der Mitte einfach so eine kleine Einkerbung hat und schaue, dass der Abstandshalter ganz unten auf unserer Schubladenschiene oben aufliegt. Danach benötige ich noch diese zwei kleinen Schrauben und kann das Ganze mal hier vorne und auch hier hinten bei den beiden langen Löchern schon relativ mittig festschrauben. Danach den Abstandshalter entfernen und auf der anderen Schubladenseite dasselbe Spiel nochmal. Nun können wir unsere Schublade auch schon mal wieder richtig einsetzen. Hierfür wieder schauen, dass wir die Schublade leicht nach oben heben und dann sollte sie auch schon fast von alleine reingehen. Und wir schauen uns mal die Seite von unserer Schublade ganz genau an. Hier ist jetzt nämlich wichtig, dass das Gegenstück hier oben auf jeden Fall bündig auf dieser Nase von unserem anderen Gegenstück, also von diesem Dämpfer unten drauf liegt. Und bei mir kann man recht gut erkennen, dass das Gegenstück einfach etwas zu weit oben ist. Deswegen ziehe ich es nochmal leicht heraus, kann jetzt auch mal meine Schraube hier vorne schon etwas gegen den Uhrzeigersinn lösen. Hier hinten mache ich dasselbe Spiel und schaue einfach, dass ich jetzt diese Schiene bzw. das Gegenstück nämlich so weit runtersetze, bis ich hier auch schön bündig drüber komme. Wäre es natürlich zu weit unten, dann müsste ich es etwas höher setzen. Danach einfach wieder im Uhrzeigersinn festschrauben und wir können auch unsere finale Schraube hier in der Mitte noch hineinschrauben. Auf der anderen Seite achte ich natürlich auch auf meinen Abstand. Das schaut auf jeden Fall super aus, weswegen ich auch hier mal die Befestigungsschraube anbringen kann. Zum Schluss sollten wir es auf jeden Fall noch richtig testen. Hier mal zum Vergleich eine Schublade ohne diesen Dämpfer. Die knallt doch recht hart zu und die Schublade, wo wir den Dämpfer gerade eingebaut haben, die läuft jetzt wirklich schön sanft wieder in die Kommode hinein. Und somit haben wir auch schon so einen IKEA-Schubladendämpfer richtig eingebaut. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch einen hochwertigen Akkuschrauber oder natürlich solche Schubladendämpfer zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.